Die heutige GTA 5 TikTok Stunts Episode ist wieder so heftig, Freunde. Guckt euch einmal wieder die Stunts an, die wir heute wieder schaffen werden. Es ist so krass am Start. Wir haben letzte Folge, glaube ich, wieder 20.000 Likes geschafft. Deswegen, dann sollten wir auch wieder die 20.000 Likes schaffen für einen weiteren Part von TikTok Stunts schaffen in GTA 5, Freunde. Beziehungsweise auch noch nachmachen. Checkt auch noch mein Merch aus. Am 6.12. ist es soweit. Da geht mein eigener Shop online. Ihr könnt auch noch eine Autogrammkarte dazu bekommen mit Unterschriften für die Freunde. Und hier auch nochmal so eine coole Doppelseite. Also denkt dran, Leute, 6.12. schreibt es euch in den Kalender und markiert mich auf Instagram, wenn ihr etwas bestellt. Aber jetzt lasst doch ganz kurz ein Abo da und dann Abfahrt. Der erste Stunt ist von G-Fox. Er fährt hier quasi mit seinem Motorrad runter an so einem Berg und ich glaube, es wird schon mal der längste Stunt, den wir jemals machen werden. Und da droppt er hier quasi rein, Freunde. Und es ist alles voll neblig. Also bis jetzt kann man noch nicht wirklich viel... Ach doch, okay. Okay. Er fliegt weiter und fährt nochmal und nochmal eine Rampe hoch und jetzt auf so einen Turm rauf. Ey Leute, wie lange ist denn bitte schon der Stunt? Das ist der längste Stunt, den wir jemals hoffentlich hitten werden. Aber ja, also ich muss sagen, ist, denke ich mal, machbar. Probieren wir es mal aus. Also im Endeffekt hier runter, dann sollen wir hier quasi da rein droppen, fliegen, fliegen, fliegen und ganz da hinten ist der Turm. Alter, wie weit ist denn noch der Turm weg? Ich würde einfach mal sagen, wir probieren dann jetzt mal hier den ersten Versuch, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt hier so runterfliegen und ey, der ist sogar schon... echt gut, muss ich sagen. So, wir droppen. Ey, wir droppen schon mal rein. Fliegen jetzt hier so ein bisschen, aber wir kommen nicht so weit wie er jetzt gerade. Das ist aber auch halb so wild. Okay, und jetzt mit Vollspeed. Zum Turm hin. Zum Turm hin. Zum Turm hin. Nein. Och nö. Och nö. Wie weit wir jetzt schon wieder kommen. Okay. Ah, jetzt gerade nicht so weit wie eben. Alles kein Problem. Ich glaube, wir verlieren hier, glaube ich, zu viel Geschwindigkeit. Ja, wir verlieren zu viel Geschwindigkeit jetzt hier. Ach, verdammte Axt. Ich muss ja sagen, die letzte TikTok-Episode ist bei euch ja mega, mega heftig wieder angekommen. Es freut mich so, dass quasi die Folgen euch so gefallen. Aber das Problem ist halt bei diesen Folgen, dass sie so aufwendig sind. Und ich halt sehr, sehr schwer Stunts finde. Das heißt, wenn ihr irgendwas Cooles seht, dann gebe ich gerne bei Instagram. Und Alter, wie weit fliegen wir denn bitte schön? Leute, wie weit fliegen wir denn? Alter! Yo! Okay! Rauf, 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 rauf. Oh, wir müssen noch ein bisschen höher, ne? Wir müssen... Ey, nö, nein! Ja, gut, dass wir wenigstens keinen Menschen erwischt haben. Aus dem Weg, hier kommt Super Brox mit seinem schwarzen Helm, Freunde. Und okay, müssen wir quasi wieder reindroppen. Das funktioniert bis jetzt sogar echt ganz gut. Und ey, oh, okay, das könnte ein guter Versuch sein, Freunde. Wir kommen zwar nicht perfekt weit wie er, ey, nö! Hui! Okay, wieder auf Kurs. Hier hin, so reindroppen. Sehr gut, Freunde. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Aber irgendwie kommen wir gar nicht so weit wie der eben. Also wir kommen quasi schon hier vorne auf. Aber ist auch kein Problem. Jetzt werden wir auf jeden Fall ordentlich... Alter! Oh mein Gott! Ordentlich Speed haben. Ja! 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 Oh! Oh! No! Also knapper hätte es auf jeden Fall schon mal gar nicht werden können. Direkt am Anfang auch, ne, Leute. Und, okay, wir bouncen relativ gut, glaube ich, wieder ab. So, hier aus dem Weg. Und wir droppen wieder, oh yeah, wir droppen mit Vollspeed. Ja, mit Vollspeed rein. Aber wir kommen ganz schön nah schon an den Turm ran, muss ich sagen. Also, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte mir auf jeden Fall auch mal bedanken, dass bei euch auch so die anderen Spiele so gut ankommen. So Traymakers, Human Fall Flat, Gang, wie es und so. Das feiere ich auf jeden Fall mega, dass ihr nicht nur GTA guckt. Das zeigt mir halt, dass ihr auch gerne die Videos guckt, einfach so, weil wir halt lustige Sachen erleben und allgemein, aber halt auch nicht nur wegen diesem Spiel. Und der Try ist vielleicht auch wieder gar nicht mal so... Oh nein, das Auto. Das Auto. Das Auto. Wow. Ey. Hat das Glück gehabt, ey. Es fährt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Okay, das könnte wieder ein ganz guter Versuch sein, muss ich sagen. Wir droppen wieder rein. Oh, das ist sehr gut, Freunde. Das ist, oh yeah. Das ist sehr gut. Das ist, oh mein Gott, das ist genauso wie er. Das ist genauso wie er. Ja, oh, der perfekte Reindropper, sage ich euch, wie es ist. Der war wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Ja, wir kommen schon wieder nicht so weit. Aber dafür können wir jetzt hier quasi diesen Rasen reindroppen. Und fliegen dann einfach hier rüber. Flieg! Oh. Ist das da ein Hase? Das war ein Hase.
Warum läuft auch einfach so ein Ding hier mitten vor meinem Stuntspot, ey? Ich kann dafür gar nichts, Freunde. Das war vom Kaninchen die Schuld. So, oh Mann. Ey, nein! Immer dieses Reindroppen, ne? Dass wir immer da runterfallen. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt auf jeden Fall alles entspannt. Alles geregelt. Wir können jetzt wieder quasi sehr, sehr weit fliegen. Und ich werde runterfallen, oder? Ich werde. Oh nein, wir fallen nicht runter. Oh, okay. Oh mein Gott. Nein. Ja. Und droppen. Oh yeah, der ist gut, Freunde. Guck mal, wie weit wir jetzt gerade sogar fliegen. Alter Schwede. So, jetzt hier. Ja. Ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Oh ja. Nein. Hey, nein. Hey, oh komm, der zählt, Leute. Nein, der zählt. Wir waren drauf. Okay. Wir waren drauf. Ich habe jetzt hier schon eine Stunde probiert. Als nächstes dann haben wir jetzt hier einen, der auf dem Berg hochfährt und dann mit dem Motorrad weiter gleitet, Leute. Und jetzt quasi hier auf so ein Haus rauf und oha, oha. Und dann fliegt er quasi auf dieses ganz, ganz hohe Haus darauf. Ich hoffe, wir können auch es schaffen, auf das ganz, ganz hohe Haus raufzukommen. Und dann nochmal da oben auf... Könnte schwer werden. Das ist jetzt hier quasi der Spot und wir müssen jetzt so hier hochfahren, Freunde. Und dann fliegen wir quasi mega, mega weit. Und oh mein Gott, wir haben direkt ersten Versuch hier, Leute. Mega, ach nein. Und ich dachte, der erste Versuch könnte vielleicht irgendwas werden, Freunde. Aber nee, natürlich werde ich wieder enttäuscht. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir hier ordentlich gleiten. So. Und zack. Und wir fliegen. Oh, rechts aufs Haus. Dann stattdessen rechts. Stattdessen rechts. Nein. Okay. Okay, wir fliegen. Wir fliegen, Leute. Wir fliegen. Oh. Oh, der ist... Alter Schwede. Der ist sehr gut. Der ist sehr... Auf, dann halt auf das Dach rauf hier. Dann auf Dach. Dann auf da. Da. Ich kann nicht mehr reden. Hey. Das kann doch nicht so schwer sein, dass wir nicht einfach auf so einem Dach landen, Freunde. Manometer jetzt hier. Komm, jetzt aber. Flieg einfach. Los, ich vertraue dir. Flieg. Ja. Ja, das ist schon mal gut, Leute. Das ist schon mal sehr gut. Uns fehlt ein bisschen Geschwindigkeit. Ab geht's in die Tiefgarage. Ah! Jetzt aber, Leute. Jetzt aber. Oh, sind wir schnell. Okay. Alter. Wir kommen jetzt schon fast jetzt hier drauf. Oh mein Gott, Leute. Schaffen wir es jetzt hier aufs Dach rauf. Von hier aus. Oh nein. Oh, aber aufs Dach. Aufs Dach. Ja. Ey, heftig. Als nächstes dann haben wir schon wieder einen Motorrad-Stunt, Freunde. Und er fährt jetzt hier erstmal so ein bisschen die Straße entlang. Und oh Gott, was ist denn jetzt hier? Und oh. Okay. Okay, schon wieder so ein langer Stunt. Fühle ich aber, Leute, fühle ich. Und jetzt fliegt er quasi und bounce jetzt hier bupp, an dem Haus ab und landet wieder auf dem Tower. Er landet, nee, er landet nicht auf dem Tower, sondern es geht jetzt hier quasi auf dieses Haus drauf. Aber ich würde sagen, wir können ja mal kurz gucken. Vielleicht schaffen wir es ja, auf diesem Tower zu landen. Na, ob das so clever ist, dass wir den Verkehr angelassen haben. Genau, da bin ich jetzt nicht gerade schon. Jetzt müssen wir hier... Ich sehe schon, das wird spaßig. Vielleicht sollten wir dafür echt den Verkehr ausstellen, ne? Kann das vielleicht angehen, Leute? Ach so, hier muss ich quasi... Hier muss ich schon springen. Das heißt, hier war es sogar schon zu spät. Und dann fliegen wir quasi über halb Los Santos. Eieiei. Ah, Hilfe! Ja, renn du bloß weg. Renn einfach weg. Ich muss ja schon sagen, ist schon echt schwer hier lang zu fahren, weil man halt immer wieder gegen so eine Teile und so kommt. Ja. Perfekt, du dober Stromkasten. Aus dem Weg, hier kommt Stuntmeister Brox. Oi, mein Motorrad qualmt. Und wir sind gerade voll abgebounced von dem Stromkasten, Freunde. Aus dem Weg, hier kommt Brox. Ich sag's euch, ne, diese TikTok-Stunts, die werden immer aufwendiger, Leute. Immer aufwendiger. Aber unser erster guter Versuch, muss ich sagen. Ihr müsst jetzt quasi nur halt, wo musst du überhaupt nochmal hin? Hab ich eigentlich schon, okay, wir bauen es einfach hier ab und, können wir auf dem Dach landen? Nein. Aber können wir Warp-Up machen? Jein. Och, Mann. Ey, Helm auf. Erstmal den falschen mit dem aufhaben, ne? Kein Problem. Immer Safety first, Freunde. So. Jetzt aber, oh nein, eine Laterne. Eine Laterne! Hey.
alles kein Problem. Wir, muss hier halt auch echt mega schnell sein, ne? Das heißt hier immer, aufpassen, wo man lang fliegt, aber, bis jetzt fliegen wir halt erstmal nur so ein bisschen random irgendwo, ne? Aber vielleicht können wir ja, irgendwo landen, ne? Aus dem Weg, hier kommt der ganz, ganz schnelle Brox, okay. So weit, so gut, Freunde. So weit, so gut. Ey, wow. Stopp, bremsen. Okay. Wir müssen über dieses Haus rüberkommen, oder? Nee, wir mussten da rechts vorbei. Nein. Madam. Geht's Ihnen gut? Ihr habt nichts gesehen, okay? Nichts. Du auch nicht. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Speed, Leute. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Speed. Ey, was war das denn jetzt? Oh ja, die Seite ist, glaube ich, die Seite ist sogar besser, Leute. Wenn wir die rechte Seite nehmen, ist die viel, viel besser. Dann können wir sogar hier an so einem Haus abbouncen. Wow. Okay, können wir halt echt so rechts rum. Alter, okay, rechts ist viel besser. Aber da kommen wir halt ein bisschen schwieriger zum Turm hin. Und hier sind auch so eine Pümpel. Wow. Aus dem Weg. Okay. Oh. Der ist sehr gut. Leute, der ist sehr gut. Komm, lass mich einfach hier rüberfliegen. Ja. Ah, nein. Ey, wie soll man denn da hinten zum Turm hin? Geschweige denn aufs Haus. Hä, lol. Alter Schwede, wie weit fliegen wir denn jetzt hier? Und bouncen. Sehr gut. Ab geht's. Vorne zum Haus. Ey, wie weit ist der geflogen? Wie weit ist der denn geflogen? Ich kann hier 5-mal abbouncen, Freunde. 6-mal. 7-mal. Sehr gut. Oh mein Gott. Ey, was? Ey, können wir damit vielleicht auf diesem Haus einmal landen? Ja. Jetzt, bitte. Bitte flieg einfach, Leute. Bitte flieg einfach so weit, wie du kannst. Und jetzt lass da eine Kante sein. Ja, das ist eine Kante. Oh, okay. Aufs Haus drauf. Nein. Och, nö. Och, Mann. Alter, fliegen wir weit, Freunde. Oh mein Gott, der kleine Wasserturm. Oh, nein, ey, das hätte so cool ausgesehen, ey, nein. Ich geb's auf. Das sollte auf jeden Fall ein voller Folge gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, also auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Ey, Leute, mir tut mein Daumen so weh, ne. Ich muss diese Folge mal wieder ein bisschen mehr anders machen, ey. Das war so unnormal. Checkt die Videos aus, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Checkt mal zum 6.12. aus. Ciao.